Es wird Zeit für uns, auf den Terminkalender für den bevorstehenden Börsentag zu schauen. Ganz genau geht es heute um die Konjunktur- und Unternehmensdaten für Donnerstag, den 24. April 2014. Da geht es bereits los am Vormittag um 10 Uhr mit dem aktuellen IFO-Geschäftsklima-Index hier für den Monat April. Man rechnet mit einem leichten Rückgang von 110,7 Punkte auf 110,5 Zähler. Dann geht es weiter um 11 Uhr mit einer Rede vom Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi in Amsterdam. Die Rede wird um 11 Uhr beginnen und üblicherweise laufen dann einzelne Aussagen von Mario Draghi hier über die Ticker und wer weiß, vielleicht gibt er ja dann neue Gedanken und Ideen zur aktuellen, zur bevorstehenden Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bekannt. Um 14.30 Uhr kommen dann die obligatorischen, wöchentlich zu veröffentlichenden Erstanträge auf US-amerikanische Arbeitslosenhilfe. Hier rechnen Ökonomen mit einem leichten Anstieg auf 309.000 neue Anträge. Um 14.30 Uhr kommt ebenfalls der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter in den Vereinigten Staaten von Amerika, der größten Volkswirtschaft der Welt also. Die Daten hier betreffen den Monat März. Man rechnet mit einem Anstieg der Aufträge um 2,1% im Monatsvergleich. Im vergangenen Monat hat es hier eine Steigerungsrate immerhin um 2,2% gegeben. Zahlreiche Unternehmen werden wieder ihre Zwischenbilanzen präsentieren. So zum Beispiel folgende, die wir Ihnen hier mal zusammengetragen haben. Amazon, AstraZeneca, Caterpillar, Eli Lilly und Company sowie Microsoft. Darüber hinaus, die sehen Sie jetzt nicht hier auf dieser Tafel, Novartis, Potash, Unilever, Visa und viele, viele mehr. Da haben wir morgen am Donnerstag also eine ganze Menge zu verarbeiten.